los, weiter. Das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Frank, ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Nach einer Schussverletzung aus. Können Sie Ihre Beine bewegen? Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Vorsicht! Verdammt! Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Wer ist da? Schlechter Moment. Sag Mongoose, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir fertig sind.
Kommt her, Jungs. Er lebt, ist aber übel zugerichtet. Beweg dich. Jetzt bist du dran. Bitte begeben Sie sich an den Schalter, Sir. Mr. Rowland, es ist so lange her. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Folgen Sie mir bitte. Hm.
Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Hallo, James. Mr. Rowland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Rowland. Es befindet sich immer noch am Ende des Saals. Rufen Sie mich, wenn Sie hinaus müssen. Ich verstehe nichts von diesem Sicherheitssystem. Wie lässt man die Gitter herunter? Ah! Oh. Keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Irgendetwas auf deiner Seite? Nein! Hä? Oh.
verfluchter Alarm. Wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Mistding ausschalten. Oh mein Gott! Dieser verfluchte Alarm. Wenn der Kerl eine Geisel nimmt. Oh mein Gott!
Ihre Waffe fallen! Steve Rowland, ich verhafte Sie wegen Mordes an William Sheridan. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie von nun an sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht darauf. Was nützt der beste Anwalt, wenn man sich an nichts erinnern kann? In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Emery, die Bilder bitte. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Dieses Gebäude dort. Sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Nun, muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Agent Scott, auf Leitung 1. Also, wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden. Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor 2 Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe. Aber bevor wir ihre Auferstehung bekannt geben, Captain Rowland... Was zum Teufel geht hier vor? Nicht bewegen. Ich werde dich von den Handschellen befreien. Schön, dich zu sehen, Steve. Hör zu, Mongoose hat dich entdeckt. Wir treffen uns auf dem Dach. Und lass die FBI-Männer am Leben, okay? Die Frau aus der Bank. Stürmen das Gebäude. Was wollen die? Keine Ahnung, aber sie haben einen...
ist der Kerl mit dem Tattoo? Stecken Sie den Verdächtigen. Alarm! Alarm! Das FBI unterhält Geheimbüros in Brooklyn. Dort haben sie den Kerl hingebracht. Schnell! 110 Sterling Street! Hier entlang. Du scheinst dich nicht sonderlich zu freuen, mich wiederzusehen. Du hast also die Wahrheit gesagt. Du hast wirklich das Gedächtnis verloren. Wer sind Sie? Ich bin Major Jones, Ordonnanzoffizier von General Carrington. Fällt der Groschen? Carrington ist vor 3 Tagen verschwunden. Er hat eine eigene Untersuchung zum Mord an Präsident Sheridan geleitet. Er ist der Einzige, der deine Unschuld beweisen kann.
hier können wir nicht bleiben. Wir müssen über die Mauer. Los! Hier, nimm! Ich gehe zuerst. Nimm! Sie sind außer Reichweite. Benutze das Zielfernrohr. Gute Arbeit. Kletter auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. Alarm! Nimm Anlauf!
keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Beeil dich. Lassen soll. Jones, hören Sie mich? Ich habe die Information. Roger, ich höre. Carrington wurde von General Stanwell unter Arrest genommen. Er wird in Emerald festgehalten. Eine abgelegene Militärbasis ist in Appalach. Ich muss noch herausfinden, warum Stanwell Carrington vom Pentagon kam. Gib mir den Raketenwerfer. Gekommen bin ich weit.